erste Blick am frühen Morgen ist immer das Schönste. Wenn so die Stadt erwacht und die Sonne die Dachziegeln kitzelt. Ja, der Blick auf die Mur und die Ausläufer der Alpen hat schon seit Jahrtausenden die Bevölkerung dieser Gegend beeindruckt. Hier am Schlossberg liegt die Geburtsstätte der Landeshauptstadt Graz. Die Geschichte der Stadt beginnt auf dem Schlossberg, der sich 123 Meter über dem Stadtboden erhebt. Vor rund 5000 Jahren haben sich hier die ersten Siedler niedergelassen. Der Berg an der Mur bot Schutz und Überblick. Das milde Klima und das fruchtbare Land waren ideal für Ackerbau und Viehzucht. Wie die Siedlung in der Römerzeit geheißen hat, ist nicht überliefert. Schon in der Antike führte die Strata Hungarica vorbei, die den pannonischen Raum mit Rom verband. Noch heute ist der Verlauf der alten Straße in der Spurgasse zu erkennen. Vor etwa 900 Jahren stand hier ein einfaches Grenzkastell. Aus der slawischen Bezeichnung Gradec, was so viel heißt wie kleine Burg, hat sich der Name Graz abgeleitet. Auf den alten Mauern des einstigen Kastells steht heute ein Barockpavillon im saurauschen Garten. Dahinter sind die Reste der mittelalterlichen Stadtmauer zu erkennen. In den nächsten Jahrhunderten wurde der Schlossberg zur Festung ausgebaut. Der italienische Renaissance-Baumeister Domenico Dell'Aglio brachte die damals revolutionäre Ziegelbauweise nach Graz und errichtete die gewaltigen Festungsmauern. Für das Überleben waren aber nicht nur feste Mauern wichtig. Es fehlte an Wasser. Und so wurde der Plan umgesetzt, einen Brunnen zu bauen, der 94 Meter tief bis zum Grundwasserspiegel der Mur reichte. Vier Jahre lang hat es gedauert, bis das Werk vollendet war. Heute ist der Brunnen versiegt. Der Türkenbrunnen ist ein Meisterwerk der Renaissance-Baukunst und hat all die Jahrhunderte nahezu unverändert überstanden. Die Steinmetzzeichen, die auch zur Verrechnung der behauenen Steine dienten, sind noch deutlich zu erkennen. Die Schlossbergfestung war in ihrer Blütezeit eine monumentale Anlage. Eine eigene kleine Stadt über der Stadt, die Schutz und Zuflucht für tausende Menschen bieten konnte. Unbezwingbar umrahmt von den mächtigen Basteimauern, die zum Teil auch noch heute erhalten sind. In einer Kasematte der Festung hat Anfang der 80er Jahre der Schlossbergforscher Peter Laukhardt eine sensationelle Entdeckung gemacht. Eingemauert in die wuchtigen Renaissance-Mauern fand er den einzigen noch erhaltenen Rest der spätmittelalterlichen Festung, das gotische Tor. Die Türken waren eine große Gefahr für die Stadt. Sie sind aber nur vorbeigezogen. Dafür haben die Franzosen Graz gleich dreimal besetzt. Im Jahre 1809 versuchten die Truppen Napoleons, die Festung einzunehmen. Sie hatten nicht mit dem Widerstand des Major Franz von Hacker gerechnet, der die Festung mit seiner kleinen Mannschaft bravourös verteidigte. Die Festung blieb unbezwungen. Die französischen Truppen mussten unverrichtete Dinge abziehen. Doch es war ein Pyrrhus-Sieg. Napoleon Bonaparte persönlich machte die Schleifung der Grazer Festung zur Bedingung für einen Friedensvertrag. Damit war das Ende der Anlage besiegelt. 600 Minen setzten die Festung in Schutt und Asche.
Tja, da war sie hin. Die schöne und stolze Festung von Graz. Was übrig geblieben ist, sind ein paar alte Basteimauern und zwei Bauwerke, die Grazer besonders ins Herz geschlossen haben. Der Glockenturm und der Uhrturm. 2840 Gulden haben die Grazer Bürger den französischen Besatzern gezahlt. Und damit die Wahrzeichen der Stadt und des Landes erhalten. Das Wahrzeichen der Stadt ist zugleich eines ihrer ältesten Gebäude. Der Uhrturm stammt aus dem 13. Jahrhundert und hat seit über 400 Jahren seine typische Gestalt. Das Uhrwerk im Inneren des Turmes stammt aus dem Jahre 1712 und steuert an allen vier Seiten des Turmes die vergoldeten Zeiger des 5 Meter breiten Zifferblattes. Das Uhrwerk war vor der Sprengung der Festungsanlage vorsorglich weggeräumt worden und wurde danach wieder installiert. Seitdem ist es bis heute in Betrieb. Damals war die Uhrturmuhr für die meisten Bewohner der Stadt die einzige Möglichkeit, die Zeit am großen Stundenzeiger abzulesen. Der kleine Minutenzeiger kam erst später dazu. Deshalb gehen hier die Uhren anders. Im hölzernen Umgang des Uhrturmes drehte einst der Feuerwächter seine Runden. Von hier aus überblickte er die ganze Stadt. Seine Aufgabe war es, bei Bränden sofort Alarm zu schlagen und die Feuerglocke läuten zu lassen. Mit Fahnen am Uhrturm zeigte der Feuerwächter, wo es in der Stadt brannte. Den höchsten Punkt des Schlossberges bildet der 34 Meter hohe Glockenturm. 1588 wurde diese achteckige Campanile für die Kapelle der Festung errichtet. Das Innere des Glockenturms wurde nach historischen Vorlagen restauriert und beherbergt heute das Schlossbergmuseum. Im letzten Geschoss des Glockenturms hängt die drittgrößte Glocke der Steiermark, die Liesel. Die mächtige Glocke mit einem Durchmesser von 2 Metern wiegt über 4,5 Tonnen. Dreimal am Tag wird sie geläutet. Um 7 Uhr früh, um 12 Uhr mittags und um 7 Uhr abends ertönen ihre 101 Glockenschläge. Der Keller des Glockenturms wird wegen seiner Form Bassgeige genannt. Früher war die Bassgeige ein gefürchtetes Verlies, in dem die Gefangenen darbten. Durch eine kleine Öffnung in der Decke wurden sie nur mit dem Notwendigsten versorgt. Die Kerkermeister waren finstere Gestalten mit rauen Umgangsformen. Niemandem ist es je gelungen, aus der Bassgeige zu flüchten. Heutzutage werden die Besucher von Graz schon etwas besser behandelt. Der Schlossberg und die Altstadt von Graz sind von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden. Lange hat es gedauert. Mit der Aktion Rettet die Grazer Altstadt im Jahre 1972 hat alles begonnen. Historische Bausubstanz wurde unter Schutz gestellt und blieb so der Nachwelt erhalten. Die Altstadt von Graz zählt zu den schönsten und bedeutendsten Stadtdenkmalen Europas. Sie ist ein herausragendes Beispiel für die italienische Renaissance im deutschen Sprachraum. Über 50 Arkadeninnenhöfe sind in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Die Baustile reichen zurück bis in die Gotik, die einzigartige Bauwerke hinterlassen hat.
Die Altstadt von Graz ist eine unvergleichliche Mischung verschiedener Stilrichtungen. Barocker Prunk darf dabei nicht fehlen. Von den ältesten Teilen der Stadt, den Hofanlagen der Ackerbürger, bis zum Historismus und Jugendstil sind hier alle Epochen vertreten und erzählen eine zu Stein gewordene Geschichte am Schnittpunkt von Mittel- und Südosteuropa. Als steirisches Weltkulturerbe, Schlossberg und Altstadt von Graz. Die erste Blütezeit der Stadt Graz kam mit ihrem ersten Kaiser. Friedrich III. Ließ im 15. Jahrhundert hier eine Residenz errichten, die Burg. Sie ist heute Sitz des Landeshauptmanns. Vom Kultur- und Verwaltungszentrum Graz aus regierte der Habsburger Friedrich sein Reich. Sein Sohn Maximilian I. hatte weniger Interesse an Graz. In seinem Auftrag entstand in der Burg aber ein Meisterwerk der gotischen Baukunst. Die Doppelwendeltreppe. An zwei Spindeln führt die Treppe bis zum ersten Geschoss. Die gegenläufigen Treppen vereinigen sich immer wieder. In den oberen Stockwerken kann man die hohe Kunst der spätgotischen Steinmetze erkennen. Freitragend winden sich die Steinstufen über zwei Etagen empor. Die gotische Doppelwendeltreppe ist ein architektonisches Meisterwerk des Spätmittelalters und einzigartig im gesamten deutschen Sprachraum. Die Burg und der Dom waren die ersten Bauwerke der Stadtkrone. So gingen geistliche und weltliche Macht Hand in Hand. Friedrich III. Ließ im Dom ein Bildnis von sich, als Christophorus dargestellt, anfertigen, und verewigte sich damit als Auftraggeber des gewaltigen Domes, der später von den Jesuiten barockisiert wurde. Das ehemalige Jesuitenkollegium und nunmehrige Priesterseminar bildet den größten Innenhof der Grazer Altstadt. 1572 wurde der Bau fertiggestellt. Später im Barock wurden ein prächtiges Refektorium und eine barocke Prunkstiege hinzugefügt. In der Renaissance schlug die Stunde der Monumentalbauten in der Grazer Altstadt. Verantwortlich dafür war Karl II. Von Innerösterreich, der die Stadt befestigen ließ und ein Liebhaber der italienischen Renaissance-Baukunst war. Das Landhaus mit seinem Arkadenhof ist ein weiteres Wahrzeichen der Stadt. Einst von Baumeister Domenico Dell'Aglio für die Verwaltung des Landes errichtet, ist es noch heute Sitz der Landesregierung und des Landtages. Das Landhaus ist der wertvollste Renaissancebau der Steiermark. Neben dem Landhaus steht das Zeughaus, das als Waffendepot des Landes zur Abwehr gegen die einfallenden Türken angelegt wurde. In den 5 Etagen des Zeughauses finden sich mehr als 30.000 Exponate historischer Waffen, alter Rüstungen und Kriegsgerät. Es ist eine beeindruckende Dokumentation der hochorganisierten Wehrkraft zum Schutze des Landes. Mit seinen Stücken aus dem 16. bis 18. Jahrhundert ist das Zeughaus die größte historische Waffensammlung der Welt. Im Mausoleum ruht der letzte Herrscher der selbstständigen Steiermark. Kaiser Ferdinand II. Ließ sich in seiner Heimatstadt eine prachtvolle letzte Ruhestätte errichten.
In der Katharinenkirche des Mausoleums hat einer der größten Baumeister des Barock den Altar gestaltet. Der in Graz geborene Johann Bernhard Fischer von Erlach hat hier in jungen Jahren sein erstes Meisterwerk vollendet. Das größte Mausoleum der Habsburger mit seiner weithin sichtbaren Kuppellandschaft verleiht der Stadtkrone ihre charakteristische Silhouette. Auf dem Hauptplatz steht das Denkmal eines Mannes, der zwar nie Regent war, aber mit seinen Ideen der Wegbereiter der modernen Steiermark ist. Erzherzog Johann hat als großer Ordner und Erneuerer die Sammlungen des Landesmuseums Joanneum geschaffen, Wirtschaft, Wissenschaft, Banken und Versicherungen neu organisiert und war damit der angesehene heimliche Herrscher des Landes, dessen Wirken bis heute erkennbar ist. Das steirische Weltkulturerbe Schlossberg und Altstadt von Graz heißt nicht, dass jetzt plötzlich alles stillsteht. Ganz im Gegenteil. Neue Architektur entsteht, alte wird bewahrt. Und so ergibt sich ein lebendiges Mosaik, das die vergangenen Jahrhunderte widerspiegelt und auch noch Platz für die Zukunft bietet. Unvergleichlich, einzigartig, eben Graz. Das Schloss Eggenberg entstand, nachdem der Grazer Hof nach Wien übersiedelt war. Reichsfürst und Statthalter Hans Ulrich von Eggenberg ließ ein Barockschloss mit 24 Prunkräumen und 600 Deckenbildern errichten. Im Bau sind sämtliche Werte der Zeitrechnung ablesbar, von der Minute bis zum vollen Jahr, symbolisiert durch die 365 Fenster des Schlosses. Das Weltkulturerbe lebt. Und die Architektur des 20. Jahrhunderts findet im Ensemble der historischen Bauten ihren Platz. Neue architektonische Wege bereichern die alten Mauern. So wie hier die botanischen Glashäuser. Der Reiz der Stadt entsteht auch durch ihre versteckten Plätze und Innenhöfe. Das Kloster des Franziskanerordens ist einer dieser stillen Orte. Eine eigene kleine Welt mitten in der Stadt. Alt und neu ergänzen sich im steirischen Weltkulturerbe. Die Oper ist zur Jahrhundertwende entstanden. Ein Werk der Baumeister Helmer und Fellner, die mit der Oper eines der prächtigsten Beispiele des Historismus in Graz gestaltet haben. Es sind nicht die Bauwerke allein, die die Stadt ausmachen. Es ist das Leben in den Gassen und auf den Plätzen, die Atmosphäre der Geschichte. Das steirische Weltkulturerbe ist Geschäfts- und Lebensraum für Zehntausende Menschen und noch etwas mehr. Ja, jetzt ist das schön benannte Schlossberg. Erholungs- und Naturraum hoch über der Stadt. Dabei hat man damals, am Beginn des 19. Jahrhunderts, gar nicht gewusst, was man machen soll mit dem Trümmerhaufen, der von der Sprengung der Festung übrig geblieben war. Aber da waren zwei herausragende Persönlichkeiten, die mit ihren Ideen das Bild des heutigen Schlossberges geprägt haben. Der Grazer Anwalt Dr. Bonaventura Hödel, der sein ganzes Geld in romantische Gartenanlagen hier am Schlossberg investiert hat. Na ja, und der hier, der Freiherr von Welden, dessen Konzept vom romantischen Ruinengarten noch heute erkennbar ist. Aus der einst stolzen Festung entstand das grüne Zentrum der Stadt. Alles begann mit großem Idealismus. Der Anwalt Bonaventura Hödel war der Erste, der am Schlossberg seine Gartenträume verwirklichte. Dann wurde die zerstörte Festung nach den Plänen des Freiherrn Ludwig von Welden in jahrelanger harter Arbeit zu dem gemacht, was sie heute ist. Eine Garten- und Parkanlage hoch über der Stadt.
ältesten Siedlungsgebiet der Stadt herrscht auch das mildeste Klima. Die Gärten der Grafen Herberstein können mit einigen botanischen Besonderheiten aufwarten. Feigen gedeihen hier ebenso wie Granatäpfel oder gar Zitronen. Im steilen Südhang des Schlossberges werden die Gärtner zu Bergsteigern. Der Schlossberg ist die grüne Oase der Stadt mit vielen romantischen Plätzen, die sich gut dafür eignen, dem Stadtgetümmel zu entfliehen, über den Dingen zu stehen, zu entspannen und zu philosophieren. Der Schlossberg und der Stadtpark sind die sanfte grüne Mitte des steirischen Weltkulturerbes. Das Herz und Auge uns zu laben, dein Lieblingswunsch ist's sicherlich. Drum wirst du auch geliebt von allen. Und jung und alt umlagern dich. So heißt es in einem Lied vom Schlossberg. Die Schlossbergbahn ist wie das Leben selbst. Ein ständiges Auf und Ab. Damals, am Ende des letzten Jahrhunderts, war der Bau der Schlossbergbahn ein technisches Wunderwerk. Heute ist sie ein weiteres Wahrzeichen vom Schlossberg und von Graz. Und vor allem der bequemste Weg, um auf den Berg hinaufzukommen. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit dem Bau einer dampfbetriebenen Standseilbahn auf den Grazer Schlossberg begonnen. Schon nach 5 Jahren wurde die Bahn umgebaut und elektrifiziert. In den 40er Jahren hat die Gemeinde Graz die Bahn übernommen. Es verkehrten noch offene Waggons auf der steilen Strecke. Der 15-Minuten-Takt war schon damals eingeführt. In den 60er Jahren wurde die Schlossbergbahn komplett umgebaut und erhielt ihr heutiges Aussehen. Nur 200 Meter ist die Strecke lang. 108 Höhenmeter werden überwunden. Nach wenigen Minuten erreichen die Fahrgäste ihr Ziel und die Stadt liegt zu ihren Füßen. Die Langsamkeit der Schlossbergbahn ist der Schlüssel zum Tempo des Naturraums am Berg. Der Schlossberg ist voll von Besonderheiten. Hier kann man auch Löwen finden in freier Wildbahn. Genauer gesagt sind es Ameisenlöwen, die sich hier im Sand vergraben. Die Fauna ist beachtlich. Ein Biotop mitten in der Stadt. Es kreucht und fleucht im und am Berg. Der Schlossberg ist das Zuhause unzähliger Wildtiere. Die Steinmarder sind extrem scheu und lassen sich nur selten blicken. Im Sand an den Mauern wurden Ameisenlöwen angesiedelt. Sie sind flinke Jäger und jede Ameise, die in ihren Sandtrichter kommt, ist verloren. Die Mauerechse hat Appetit und lauert mit Geduld. Doch die Fliege war diesmal schneller. Oben in den Bäumen herrscht reges Treiben. Die Kohlmeise und der Buntspecht sind eifrig unterwegs, um ihre Brut zu füttern. Weiter unten geht es gemütlicher zu. Eine der seltenen Äskulapnattern schlängelt sich durch das Gras auf der Suche nach Mäusen und anderem Kleingetier. Der Schlossberg lebt auch in seinem Inneren. Im 6 Kilometer langen Stollensystem, das im Zweiten Weltkrieg angelegt worden ist,
haben es sich einige gemütlich gemacht. Hier ist das Zuhause der Fledermäuse, die das Tageslicht meiden und sich untertags zum Schlafen an die Wände hängen. Im Inneren des Berges tut sich mehr. Dom im Berg. So heißt das Kultur- und Ausstellungszentrum, das die Brücke vom Weltkulturerbe in die Zukunft schlägt. Graz, die europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2003. Und weil heutzutage alles schnell gehen muss, bringt ein Lift die Gäste in Rekordzeit auf den Berg. 450 Jahre nach dem Bau des Türkenbrunnens ist der Schlossberg abermals durchbohrt. Die Architektur des 21. Jahrhunderts ist da und bringt neue Ausblicke. Frisch verliebt in den Schlossberg und seine Schönheit, frisch verliebt in Graz, das einem hier zu Füßen liegt, frisch verliebt in... Ja? Ja, natürlich komme ich. Ja, Schatzi, unser Platz, natürlich, ja. Das Leben. All die Menschen mit ihren Schicksalen. Hinter jeder Mauer stecken so viele Geschichten, die im Fluss der Zeit zur großen Geschichte zusammenströmen. Wer von der großen Geschichte weiß, der kennt den Wert des Erbes.